Wo ist der hin? Da! In den Schornstein? Oh nein, er geht ins Haus rein. Wir sollten ihm folgen, bevor er noch was anderes frisst. Hier im Kamin ist er nicht. Aber wo dann? Bootsy, pass auf! Tut mir leid, du musst in der Nähe dieses Dings vorsichtig sein. Er weiß nicht, was er tut. Hier oben bist du sicher. Er hat das Katzenfutter verputzt. Samt Napf. Der kleine Klecks wird zu einem Riesenproblem. Wir müssen ihn aufhalten. Und jetzt ist er in der Küche. Wo ist er nur? Spidey? Er krabbelt an der Decke hinter uns lang. Da kriegen wir ihn. Los, Netze, los! Er frisst auf Netze? Nicht loslassen! Er ist einfach zu gut im Sachenfressen. Dieses Experiment ist leider voll nach hinten losgegangen. Nicht die Spieluhr von Tante May! Die darf er nun wirklich nicht verschlängen. Und was ist mit den anderen Sachen? Oh nein, mein Jojo! Aber Tante Mays Spieluhr ist unersetzbar. Wir sollten uns beeilen, bevor der Klecks es auffrisst. Wir müssen die Spieluhr unbedingt in Sicherheit bringen. Oh nein! Sieh nur! Er wird schneller! Wie kann er sich nur so schnell bewegen? Und jetzt verfolgt er mich auch noch! Nein, die Bücher. Und das Katzenbett. Tut mir leid, Bootsy. Wir kaufen dir ein neues Katzenbett. Und wir müssen den Klecks hier rausschaffen, bevor er noch alles im Haus auffrisst. Ich glaube, ich habe eine Idee. Er frisst alles, was vor ihm liegt, oder? Ich lege einfach eine Spur aus Katzenfutter und der Klecks sollte ihr folgen. Spitze! Ich mach die Tür auf. Hey, Klecksi, komm und hol's dir! So, jetzt gibt es draußen einen großen Haufen Futter für ihn. Bestimmt geht er raus. Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel.